Hallo und herzlich willkommen zurück zum Rollenspielprojekt von der Skyrim Special Edition. Und Hardware hat gerade Mal nicht mehr so sehen, viel wo das hier Geduld. hinführt. Ich habe ein paar neue Mods hinzugefügt noch. Immersive NPCs, also dass NPCs viel mehr machen, herumlaufen. Dann ein Mod, wo die Tiere in den Siedlungen häufiger machen. Ordinator, das ist ein toller Mod, wo auch relativ viel macht mit NPCs, Nicht dran. dass Wir sie hatten noch Glück, dass das nicht über herumlaufen, uns damit zusammengebrochen ist. zufällig mal Wie ging Angriffe es kommen weiter? auf die Straßen, Sicher dass finden die andere anderen ihren zusammenkämpfen eigenen und Ausweg. so weiter. So, machen wir weiter. Der Halvar, der hat ja ein bisschen ja, viel zu reden scheinbar. Wir gehen gleich mal hier die Taste finden. Hallo, ich will nur rennen. Bin wieder ein bisschen, ja, mit der Steuerung nicht gerade so Kontakt. Also ja, dass ich jetzt gerade die Steuerung nicht so weiß. Aber so kann man schleichen und langsam laufen. Das muss ich noch umstellen. Ja, wir müssen halt einfach so langsam laufen momentan. Aber ich habe noch einen Mod. Also der Immersive ist der Dieser hier. Perk der Fähigkeiten, Skillbaum. Genau, jetzt welches. Also, ja, okay. Wir sind natürlich ein bisschen intelligenter, deshalb haben wir mehr Perks. Zum Beispiel bin ich schon gerne am Schießen und zum Beispiel bin ich sehr gut im Schleichen. Und das Schleichen möchte ich eigentlich ein bisschen beginnen, aber wir müssen einfach noch stärker werden. Deshalb einhändig. Und ich habe mir so gedacht, ich werde keine Dolche verwenden. Am Anfang, wenn wir noch nicht so geübt drin sind. Aber hier Konflikt der Champions. Ja, Schwächen wäre gut. Wenn wir jetzt Ding verwenden, Schwerter. Was habe ich jetzt in den Händen? Wir sollten es Das mal sind besser hier Schwerter. entlang Okay. versuchen. Ich dachte schon, ganz lange Dolche. Ja. Ganz lange Dolche. Ja, scheinbar kommt es recht gut an. Dürft gerne auch ein bisschen noch mehr kommentieren und liken oder so. Dürft auch gerne disliken, wenn es euch nicht so gefällt. Aber gebt doch Dieser bitte noch ein Mist. Feedback ab, Sind Sie wohl wieso es euch nicht so gut gefällt. Weil es ist natürlich klar, dass ich das auch gerne verbessern möchte. Und nur so geht's, wenn ihr auch wirklich teilnehmt. Was kommt Und denn? ja, es gibt halt noch ein paar So, Probleme. Ich habe eine neue wo sind Sie? Grafikkarte gekauft. Und am Montag kommt die ungefähr, dann gibt es natürlich weniger Probleme. Also da kann ich auch Grafikmods noch installieren und so weiter. Aber OBS zieht halt schon echt viel auf 60 FPS. Also wenn es irgendwas auffällt, was ich übersehen habe oder so wegen der Performance, sollte eigentlich schon gut sein, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das brauche ich natürlich auch, oder? Und ich habe jetzt schon mal ein bisschen weit gespielt zum Testen, wie so der NPC-Mod und so ist, und das ist sehr schwer. Also plötzlich kommt da so voll ausgerüsteter Eisensoldat auf euch zu und ihr müsst einen Halber benutzen, damit ihr nicht sterbt. Das ist natürlich nicht so gut vom Balancing her. Also bitte sorgt euch nicht darum, Na los, dass beeilt es euch! mir wahrscheinlich ein bisschen zu schwer wird manchmal. Muss ich ja den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdrehen, aber wir sind jetzt noch auf Adept, glaube ich. Gleich mal kurz schauen. Oh Mann, das mag ich nicht. In der normalen Edition ist es besser gelöst. Adept, ja. Wir werden jetzt auf der Adept bleiben, das ist normal. Und werden dann Halt! umsteigen auf Experte. Hey! Sieh Und diese dann Meister, glaube mit ich, dir oder? möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an Ich ihr nehme mal den Helm vorbeischleichen. auch mit. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr So. hintretet. Oder wenn ihr meint, heute Ich sei bin mal der ein größte Barbar, also ein Tag. Ninja. Oh, Und hat was mich ist schon mit gesehen. mir? Nein, Voraus! Ich bitte folge! nicht. Geh weg! Wieso bin ich nicht im Schleichen nicht mehr gut? Wegen dem Perk-Mod Ordinator. Also dann. Volles Pfund aufs Maul! Ah, mich zuerst. Nein, nein! Ah, so. Okay. Er hat keine Chance gegen mich. Ich habe nicht mal Leben verloren. Habt ihr das gesehen? Ja, doch, ein bisschen habe ich verloren, aber. Es ging einfach zu langsam runter. Und er hat gelacht.
Da, fürs Lachen. Du lachst keine Bären aus, okay? Ich finde das recht toll, völlig übertrieben. Ist das auch ein Mod? Nein, das ist das Hauptspiel. Das sieht Also, wieder aus, das Rektor Kapitän. ist Ich immer fast schon anzweifeln, übertrieben. ob wir es jemals schaffen würden. Ich habe nur ein bisschen über einen Knochenschädel, einen Hirschschädel gejumpt und schon schleudert das so. Also ich bin der beste Fußballspieler. Habt ihr gesehen? Ich kann das mächtig weit schießen mit dem Fuß. Sehr schön. Und? Wo ist der Wartet! Drache? Ah, da. Auch ich habe Angst. Ich habe Angst vor so kleinen Fledermäuse oder so. Es sieht aus, als wäre er Nein. diesmal endgültig fort. Aber wir sollten Oh, lieber die nicht nach Grafik. Kopfnorbe zurückkommen. Ist es mir ein bisschen zu hell? Am nächsten liegt Aber das Flusswald. liegt dann wahrscheinlich Bei am Onkel Wetter. ist der Schmied dort. Er wird euch sicher Sonst mache helfen. ich die Helligkeit halt ein Es bisschen ist runter. wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Nein, Glück. ich komme mit. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht Also geschafft. jetzt kann jederzeit ein NPC angreifen, deshalb schaue ich mich ein bisschen um. Und tue jetzt noch nicht so viele Arzneisachen mitnehmen. Außer die Blumen, die ich brauche für Heiltränke. Und sonst nicht. Ein Schmetterling kann ich auch noch mitnehmen. Hört Na zu, komm, machen. ihr Nehmen wir solltet doch nach noch ein paar Einsamkeit Sachen gehen mit, und euch dort damit wir der die kaiserlichen haben. Armee anschließen. Jemanden wie Während der euch Sch könnten wir wirklich redet. brauchen. Und wenn die Rebellen Ah, einen Drachen haben, Blumen. ist General Tullius der Cool. Einzige, der sie Also so, aufhalten kann. so Blätter in der Luft. Schade, dass sie keine Stiele haben, aber ich schaue gerade ein bisschen die Grafik an, wenn es euch nicht stört. Und ja, ich mache ja relativ viel Rollenspiel, also manchmal rede ich halt ein bisschen nicht rollenspielartig. Aber das ist ein Rollenspielprojekt. Ich möchte natürlich schon sehr viel auf komische Sachen machen. Ein Dieb. Ich könnte ihn beklauen, weil er ein Dieb ist. Ich passe aber auf den auf, der könnte nämlich uns etwas klauen. Nee, ich glaube, die KI ist nicht so dran. Seht ihr die Ruine dort oben? Oh ja. Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Ja. Trauger, die nachts Sieht den nicht so Berg in das. hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Oh Gott. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Weil da habe ich immer relativ Respekt gehabt an den ersten Stunden Skyrim. Da könnt ihr nachschauen. Ich habe ein Let's Play dazu gemacht, natürlich am 11.11.11. begonnen und ja, es war richtig toll. Ja, Jetzt das ist so ein geht er, bisschen die ist durch. Unterstützung hat ein bisschen weg. Okay. Outlaw, okay. Einen Outlaw. Ich habe Jetzt, ich aber die sag deutsche dir. Mod installiert. Das eigentlich sollte Das dort wird hier sein. Außenseite oder so sein. Ich weiß nicht, was Outlaw genau heißt. Ah, ein Honignussschnitte. Ah, Dies ich sind habe die Hunger. Wächter. Ich habe Hunger. Ich habe doch Hunger. Eine Honignussschnitte muss doch sein. Na. Komm, wir nehmen eine schrumpelige Tomate. Oh. Drei der Ich muss 13 natürlich auch uralten meine Fremde im Bedürfnisse Wigwam an nachgehen. den Himmelsrand Also fliegen kurz sehen. warten halber. Na los, sitze. Hallo, nicht gucken. Oh, tut das gut. So, was haben wir? Halber nochmal erklären, bitte. Es sind hier drei Steine, die Wächtersteine heißen, glaube ich. Und je nach Klasse, was wir nehmen wollen, nehmen wir natürlich eins, da bekommen wir 20% mehr Erfahrung über. Und weil wir momentan eher der Krieger sind, nehmen wir den Krieger. Damit er nicht einen blöden Spruch auf Lager hat, nehmen wir den Krieger. 20% schneller. Ein Krieger, gut. In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf den Wagen gehörtet. Oh, ich bin ein Krieger. Ha, krass. Oh, das Wasser. Ja gut, einen Wassermod habe ich jetzt noch nicht drin. Können wir aber installieren, wenn ich einen finde. Weil die Special Edition hat nicht so viele Mods. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wie lange die draußen ist. 3, 4 Jahre. Und immer noch nicht so viele Hört Mods, zu, wenn ihr mich fragt, die habt ihr Content euch eure bieten. Begnadigung bereits verdient. Ah, Aber danke. bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen, könnt ihr Ja. anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen in Ordnung.
Okay. Das ist nur eine Stelle, wo vielleicht Gefahr lautet. Ja, ich wusste es, dass da Wölfe sind deshalb. Aber Halvar macht das gut. Oh, fliegen können sie auch. Hey, hallo, geh mal auf die Seite, Halvar. Ich schlag ihn mal. Hoppla. So, Stufe. Oh, krass, du hast einen Wolf erledigt. Glückwunsch. Nächstes Mal ein bisschen mehr machen. Ich habe schon fast Angst gehabt. Ich würde. Wo ist die andere Wolfleiche? Hallo? Mit E draufbleiben war es mit dem Sachen verschieben. Ha, ich bin Herkules. Ich bin der Stärkste. Wie macht er denn das eigentlich, wenn er beidhändig. Wie trägt er eigentlich das? Hallo? Ja, ich weiß, dass es niedrig ist. Hä? Wie trägt er das mit dem Kopf? Nee, das ist zu weit oben. Wo ist der eigentlich der dritte Wolf? Wieso glitschen immer noch so viele Körper durch die Map durch? Moment kurz, ich muss kurz gehen. Warte kurz, okay, Hündchen. Also, was machen wir? Gesundheit. Wir sind doch der zähe Bursche. Wow, 25% mehr Schaden. Ja. Ist natürlich nicht schlecht. Ich möchte gerne hier Schlachtlamm werden. Ja, dort brauchen wir nicht unbedingt. Ah ja, der Angriffsschaden haben wir gesagt. Was, um 50%? Da müssen wir eigentlich Keulen verwenden. Streitkolben. Das ist ja mega stark. Ich liebe Penetration. Ah, Angriffe mit zwei Waffen sind 20% schneller. Also rechts herum, hä? Ich zeige euch ziemlich viel natürlich vom Skillbaum. Was ich nehmen will, ist Nekromantie. Wo ist es? Hier Beschwörung. Weil hiermit kann man schon ein paar coole Sachen machen. Mystische Waffen. Cool. Also, aber machen wir das mal ein anderes Mal ein bisschen. Wir wollen natürlich schon ein bisschen noch weiterkommen im Spiel. Und ich hoffe, es ist ein bisschen fair jetzt ohne so Mega-Content-Mods, die einfach den Schwierigkeitsgrad Ich bin erhöhen froh, dass ihr euch und so entschlossen weiter. habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Ja. Fluss weit. Mann, ich sammle zu viel ein, okay. Ah, oh, Nierenwurz. Bleib doch hier, ich will die Nierenwurz einsammeln. Das ist eine der mächtigsten Alchemie-Zutaten. Und deshalb möchte ich die eigentlich mitnehmen. Da müssen wir merken. So. Boah, die Landschaft. Boah, der Berg sieht jetzt gerade recht mysteriös aus. So. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Guten Tag zusammen. Ich bin der Fritz. Und ich mag Pommes frites. Eine Flasche Pommes Onkel frites, Alvor, bitte. hallo! Hadwa? Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Nö. Schoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Er ist zerfetzt worden von einem Drachen. Junge, bitte, sprech leise. Es geht mir Hallo, gut. Sven. Wir sollten hineingehen und reden. Den kenne Was ich. ist los? Das ist mein Und Namensvetter. wer ist das? Er ist ein Freund, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Ja, wir gehen lieber Gut, herein gut. und Kommt herein. bin nämlich ein Ninja. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein schwarzer Ninja. Hallo? Was ist denn nun Ein schon wieder Schmied. unter? Ich will auch Schmied werden. Und schwarz wie die Nacht. Ich hab Lust. Er ist über das Hügel gehabt geflogen. Was? Die hatten Drachen gesehen? Ich nicht. Wenn es so weitergeht, würde mich bald jeder. Ah, Gott. Gott. Hallo? Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure Bilder Manuel Later. Der eine ist reingegangen. Okay. Ich habe verstanden. Jetzt kann ich ja. Hui. Guten Sigrid, Tag. wir Seid haben ihr? Besuch. Ah, das ist ein Kind. Okay.
Ah, da kommt eine Frau. Gut. Schon mal ein bisschen klauen etwas. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso geht einfach runter. Ich habe den Platz weggenommen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wie die Frau schreibt. Als wir angegriffen wurden von einem Drachen. Ein Drache? Er redet einfach un. Lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gott. Wir sind voll, völlig stockbesoffen. Tut mir leid. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Die Stimme soll laut sein. Einsamkeit zurück und melden, Kartoffeln nicht. Ah, sowieso Lachsbraten. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Ich bin nämlich leider ein bisschen knapp bei Kasse und deshalb habe ich Hungersnot. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Musst du mich so angucken? Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Ich will kein Held sein. Heldentum ist einfach nur... Ja, man macht etwas, aber bekommt nie das zurück. Also ja, also Anerkennung. So, ich nehme einfach alles, okay? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Ja, darum bin ich ja hier. Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja, Drachen sind so billig, dann habe ich einfach einen Namen geholt. Drago Basel, oder? Ne, ich mag Drachen. Aber insgeheim sind sie so ein bisschen billig. Ja, schon gut, aber sie haben zum Beispiel keine Arme. Also sie haben Flügelarme. Das finde ich nicht so toll. Ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Ja, das ist das, okay. Ich werde mal nicht so viel reden, weil ich eigentlich ein bisschen vorwärts kommen möchte. Damit ich euch ein paar Mods zeigen kann und so. Wenn ihr die Sachen ja gerne sehen wollt, einfach ein altes Let's Play von mir schauen. Ich habe da immer sehr lange Ding. Also darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Die Gegenstände lecken immer so ein bisschen und hüpfen herum. Ja. Okay. Ja. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Nein. Hat er aufgesehen? Hatte er große Zähne? Nee, er hatte stumpfe Zähne. Es war Fuchu, der schwule Drache. Mann, bin ich heute wieder sarkastisch in diesem Rollenspielprojekt. Tja, was kann man tun? Okay. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Nein, einen Pinguin. Habe ich schon gestern gesagt. Ich bin vergeben. Also ach, schade, okay. Ich will nichts von dir wissen. Ja, und das muss ich stehen. Und ich, wir haben ja, ich bin viel zu schlecht. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Bis zum nächsten Mal. Hallo, da bist du ja wieder. Wo habe ich dich hingeschickt? Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfriks Jungs zu töten. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Ja, ziemlich hässlich, ja. Einen voller Mund glauben, wenn der erste Drache, der sich seit hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfriks Hinrichtung angreift. Ja, und jetzt? Was hat Ulfrik... Seid vorsichtig okay. Auf dem Weg nach Einsamkeit. Ich vermag Böses, er ist der Drachenbändiger. Er bändigt alle Drachen. Ich kann die Pfeile nicht anvisieren. So, was nehmen wir noch mit? Tränke, aber das können wir ja bitte. Geh nach oben, Halvar. Du musst ein bisschen saufen. Ah ja, ich habe ja alles geklaut.
Wieso kann ich so schlecht schleichen wegen diesem Mod? Ah ja, eine schäbige Haube. Die brauchen wir doch überall einzusammeln. Okay. Das ist ein bisschen nett. Oh, Trollfett, das brauchen wir natürlich auch. Okay. Ist jetzt gut. Ne? Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Ist gut. 14% für den Langbogen. Okay, wir müssen irgendwo üben. Irgendwo müssen wir alles üben. Das ist ein bisschen schlecht balanciert am Anfang. Ja, natürlich. Aber du bist ja schon vergeben. So, weil wir Rollenspiel machen, müssen wir die Schmiedeschürze natürlich anziehen. Aber ich möchte jetzt gerade kurz noch nicht schmieden. Das möchte ich am Tag machen. Aber die Schmiedeschürze möchte ich natürlich schon anziehen. Das ist wichtig. So. Und die schäbige Haube auch. Man kann nicht beides tragen. Mal kurz schauen, wie das aussieht. Ja gut, wir spielen ohne solche Sachen, weil ich will nicht natürlich dann einfach nicht ausgerüstet sein, wenn wir in den nächsten Kampf stürzen. Deshalb machen wir das wieder so. Sieht ziemlich gut aus. Also schlafen wir mal, weil es ist schon Nacht. Boah, Gott, oh Gott. Wie heißt dieser Mond? Oder Planet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich es wieder sehe, dann weiß ich es wieder. Ist ja auch klar. So. Es ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Hör dir zu. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauchen müssen. Ihr braucht etwas? Oh, cool. Kann man die anhören? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Ah, ein Delfin. Cool. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Nein, das untere. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Ah, das sind Hirngespinste, das habe ich noch nie gesehen. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Okay, das dann sind doch, alles doch jetzt gibt es das nicht. Das heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Nicht, dass ich wüsste. Der Krieg nur noch schlimmer werden. Nee, der Krieg ist vorbei. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Ich bin alchemist. Ist gut. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Boom. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls nicht ihr das boom. Nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Boom. Was habt ihr zu verkaufen? Für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Keine Alchemie, okay. Zutaten, Blasenpilz. Wie kann man die Preise beanspruchen? Das kann man, glaube ich, nicht machen in diesem Spiel. Oder? Einfach mehr kaufen, glaube ich, das macht die Preise runter. Aber ich kaufe jetzt einfach alles. Nierenwurz. Für 31? Ich besitze nicht genug Gold. Hängemus. Hühnerei. Essen. Es verdirbt halt nichts. Also ich weiß jetzt nicht, was ich daraus... Ist da nur zwei wert? Also dieses Bierzeug und so habe ich eingesammelt für ja, Trinkabende. Ne, für die Straßenpendler. Okay, dann komme ich einfach, wenn ich wieder mehr Geld habe für das Nienwurz. Und machen kurz Trinken. Ja, bitte. Zutaten, Blasenpilz und Weizen, hat er gesagt.
Das ist der falsche Dies Knopf. Ist ein Ruder am Himmelsrand, standhafte Beschützer. R. Ja, die Steuerung ist nicht optimal, aber leider. So. Alchemie beenden. Schade, noch kein Level. Ich dachte, ja, das Was gibt's denn? Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenden. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Ab du. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Nee, kein Bock. Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Ich würde ja gerne Sven helfen, meinem Namensvetter, aber dann doch lieber. Soll das Sarkasmus sein? Ja. Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgna gehört. Nein. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendal sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendal. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Ja, jetzt müssen wir den Brief sozusagen von ihm erzählen, also ja, diese Frau Camilla. Und deshalb müssen wir halt, ja, das halt einfach so machen. Wieso ist Schleichen so schlecht wegen diesem Mod mit diesem Teil? Ich weiß es leider nicht. Also, vielleicht Redekunde. Ich mach mal Schleichen eher. Ah ja, schnelle Zuschlagen möchte ich doch machen. Brauchen noch ein paar Level. Drei Level brauchen wir noch. Was ist das? Effektive. Flächenwahrnehmung. Ah, Humanoiden erkennen. Ihr löst keine Druckplatten, schaut oder Bärenfallen mehr aus. Ah, Stolperdraht. Cool. Das will ich machen. Vorwärtsrolle. Hä? Zerstörungszauber. Oh, 100% mehr Schaden, also doppelt schon. Krass. Da machen wir nur mega Schaden. Ja gut, also ich will natürlich nicht dann übermächtig werden, aber anfangs ist halt Schleichen einfach mega gut. Guten Tag. Lassen Sie mich doch kurz hier drinnen schlafen, ey. Okay, Gische Bogen 0%, ja. Aha. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich schnüffle immer gern. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's immer. Oh Gott. Die nervt. Was ist das für eine Frau, ey? Ich bin jetzt einfach hier hinten. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Wieso geht das nicht mehr? Vorsichtig damit! Ah, Posten weg. Wieso haben? Und wer räumt das auf? Hier im Flusswald kommt Delfinchen. Hä? Okay, ich lasse es. Aber hier, ja, ja interessiert bitte. Mich. Ihr
braucht etwas. Nichts! Ich will euch anhören. Ihr seht irgendwie verschwommen aus. Was ist denn los mit euch? Ja, ich bin völlig verschwommen. Habt ihr Bier oder Met? Nee, Wodka. Ja, Bier habe ich, Met habe ich. Bis zum nächsten Mal. Ist noch nicht zufrieden, hä? Mein liebster Saufkumpan. Besorg mal ein wenig Met. Ich hab die Äste an Met gegeben, mehr gebe ich nicht. Nehmt euch, was ihr braucht. Das ist einfach, im angemessenen Rahmen. Ein neues Gesicht bis zum nächsten Mal. Und ein hässliches noch dazu. Nichts für ungut. Wie er zuckt. Wie er die Arme nach hinten gemacht hat. Ja, gut. Sag ich mal kurz. Ja, wenn es gehen würde. Liebes Spiel, du hast einen schlechten Ding. Okay. Ja, der Part ist leider vorüber. Wir müssen bis zum nächsten Tag leider warten. Aber es ist wieder, nein, es ist immer noch Nacht. Es ist erst am Abend, okay. Dann schlafen wir kurz bis zum nächsten Part. Ja. Also, liebes Delfinchen. Ihr seid dieser Gast. Natürlich. Für heute gehört es. Ah, jetzt plötzlich. Aha. Ja, gut. Ja, heute werden alle immer wie verschmutzte mit dem Geld. Aha. Ein Schlüssel für den Schrank benutzen. Nichts für ungut, aber. Was? Halt! Im Namen des Jarls! Ich brauche noch ein Bier, Orgna. Ihr hörtet schon. Ah, Mann, ich brauche unbedingt das Menü noch zu ändern. Was haben wir geklaut? Sonstiges? Hä, wo ist das Münz? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld, wenn man es braucht? Ja, dann gebe ich es halt einfach ab. Ich weiß nicht, wo es ist. Weil ich wollte schlafen. Lasst mich jetzt mal schlafen. Habt ihr das letzte noch nicht bezahlt? Ich werde im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Kopfgeldjäger. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Was? Welches Schloss? Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Versteht sich. Leute, das ist unfair. Ich habe noch geklickt, dass es noch nicht groß geworden ist. Okay, Falkenring. Dann machen wir einen Falkenring weiter. Zuerst einmal leider einen Part Pause. Nächsten Tag. Also am Samstag, den 17. oder so. Ich schau mal kurz. Wenn es gehen würde. Ich wiederhole mich. Alalala, es geht nicht. Okay. Also einfach den nächsten Tag. Ah ja, ich kann ja auf dem Handy schauen. Ich habe ja jetzt ein Handy. 17. Januar, also 18. Januar, kommt der nächste Part. Tschüss.